Und wir befinden uns am nächsten Morgen. Ja, was ist denn jetzt alles passiert? Wir wollten ja eigentlich abhauen, weil unser Gedanke war, das Dorf irgendwie in Sicherheit zu bringen. Weil ja die Megadon, die anscheinend jetzt hier sind, es auf uns abgesehen haben. Aber da hat uns Blanners ganz schnell das ausgeredet und zu Recht. Weil was hätte es gebracht? Gar nichts. Die hätten das Dorf, wenn die eh auf Chaos aus sind, sowieso ins Chaos gestoßen, unabhängig davon, ob wir da wären oder nicht. Und wir selber hätten uns auch dann, ja, der Gefahr viel, viel größer hingegeben. Macht also keinen Sinn, auf eigene Faust da loszuziehen. Und dann wollten wir auch noch Nami mitnehmen. Völlig bescheuert, als ob die mitkommen durfte. Und die? Die ist genauso bescheuert. Da fragt die tatsächlich Karipas und will sich von ihm das Okay holen. Der sowieso immer dagegen ist. Mysteriös bleibt es trotzdem, weil was machen wir jetzt? Ich meine, gut, jetzt bleiben wir in dem Dorf, aber einfach so sorgenfrei rausgehen können wir ja auch nicht. Weil wir Angst haben müssen, dass die Megalon uns sofort aufspüren. Und Blanas, tja, bei dem ist auch noch fraglich, was der nur für eine Rolle spielt. Und ganz ehrlich, also den Dorfbewohnern, ja, den traue ich auch irgendwie gar nicht mehr. Weil es schon komisch, wenn ich da an die Worte von Karipas mich zurückerinnere. Er hat ja gesagt, diese heilige Stätte wird ja seit Generation zu Generation überwacht und bewacht. Ohne dass da irgendjemand weiß, was es damit auf sich hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Das liegt doch in der Natur des Menschen und auch in der Natur eines Pokémon, so wie es Nami ja jeden Tag wirklich desbravourös demonstriert, dass man das Unbekannte erforschen möchte. Und denen lässt das ja alles irgendwie, ja, anscheinend total die Ruhe. Die interessieren sich da überhaupt nicht dafür. Kann ich nicht nachvollziehen. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Und Blanner sagt, guten Morgen, Tissi, lass dich bloß nicht unterkriegen, verstehst du? Ja, natürlich nicht. Ich staune, dass wir raus dürfen. Ich meine, hat denn keine Angst, dass wir hier den Megalon ausgeliefert werden? Ach ja, ich frage mich, ob Nami es geschafft hat, Karipas zu überzeugen. Bestimmt. Oh hier, und er schreit auch schon sofort. Hörst du mir überhaupt zu? Seit gestern stellst du immer wieder dieselbe dämliche Frage. Ja, und ich werde auch nicht noch erlassen. Ich will, ich will, ich will. Ja, ich will, verdammt. Ich bin ein Kind. Ich will das Dorf verlassen und ein echtes Mitglied des Forscherteams werden. Und ich will ein echter Feuerwehrmann werden. Ach nein, das war ja Grisou. Sorry, Opa. Und wenn ich erstmal eine echte Forscherin bin, bereise ich die ganze Welt. Du wirst schon sehen und Augen machen. Und dann wirst du vor mir knien und um Gnade winseln. Warum verstehst denn du das nicht? Wie erwartet, die beiden streiten sich immer noch. Was heißt denn ja, wie erwartet? Also das klang aber in den letzten Texten ein bisschen anders. Da war er noch ganz zuversichtlich. Ich meine, dass die sich beiden streiten würden, das haben wir. Wir Spieler, wir Let's Player, das haben wir schon geahnt, aber doch nicht Flemli. Ich kann immer nur mich wiederholen, die Welt da draußen ist zu gefährlich, gerade für einen Jungspund wie dich. Und ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Der Rest des Dorfes stimmt mir sicher zu. Das ist gesunder Pokémon-Verstand, den du nicht hast, du kleines, dummes Ding. Verstehst du denn das wirklich nicht? Nein, das verstehe ich wirklich nicht. Für mich ist gesunder Pokémon-Verstand was völlig anderes. Oh, Touché! 1 zu 0 für Nami. Schön ausgekontert, den Grandpa. Ich glaube einfach nicht, dass hier im Dorf wirklich alle so denken. Hey, wo willst du hin? Bleib gefälligst hier, Mann. Ich gehe und frage alle im Dorf, was sie von der Sache halten. Dann werden wir ja sehen, ob du recht hast. Oh, das ist das erste richtig intelligente, was sie vorhat. Ich meine, ganz ehrlich, was soll denn passieren? Also, wenn alle jetzt sagen, ja, hier, das ist zu gefährlich, ist zu gefährlich, dann würde ich mich ja auch fragen, warum sind die alle so komisch? Und wenn da irgendjemand zustimmt, ja, dann können wir das für uns ausnutzen. Nami Nami, gar nicht mal so eine blöde Idee. Ich bin so wütend auf Opa. Was ist an der Sache so schwer zu verstehen? Der Alte mit der Demenz. Komm mit, Tizi. Wohin denn? Na, zum Dorfplatz. Ist doch klar. Los, wir müssen die anderen fragen, ob sie uns zutrauen, alleine auf Reisen gehen zu können. Nach allem, was wir in letzter Zeit geleistet haben, sind sie sicher auf unserer Seite. Dann begreift Opa hoffentlich endlich, dass er falsch liegt. Also, zum Dorfplatz. Los, fragen wir alle Dorfbewohner nach ihrer Meinung. Oh je, na, ob das mal nicht nach hinten losgeht? Tja, die Einzige, die uns unterstützen könnte, das wäre doch hier Roselia. Immerhin haben wir das Kind gerettet. Die müsste uns das doch zutrauen. Wie bitte? Ihr wollt das Dorf verlassen? Aber, oh, ich werde ohnmächtig. Wo ist, oh Gott, wo ist der Nektar? Ich brauche Nektar. Knospi, geh bitte zum Bienenfeld.
Was sagt denn Karipas denn dazu? Also ich für meinen Teil würde mir große Sorgen um euch machen. Und Noemi wollte weggehen, ist das wahr? Ja, naja, das war ja klar, ich meine, gut. Ja. Sie sagt zumindest aber auf eine andere, nettere Art. Sie sagt, sie würde sich Sorgen machen. Und nicht, du kannst nicht, du bist ein Loser. Nein, sie sagt, ich würde mir Sorgen machen. Ja, ihr habt's drauf, aber ich würde mir Sorgen machen. Tja, oh, Magnesohn. Hier, der Mistkerl, der oben, warum auch immer, die heilige Stätte bewacht. Na, mal gucken, was der sagt. Schock, schwere Not, ihr wollt das Dorf verlassen. Dieser Plan verstößt gegen das Protokoll. Was denn für ein Protokoll? Okay, das heißt, hier gibt es irgendein Protokoll, wo oben steht, dass wir das Dorf nicht verlassen dürfen? Ist das jetzt wirklich so eine Regel? Das wird ja immer mysteriöser. Die Welt da außerhalb des Dorfes steckt voller Gefahren. Und die größte Gefahr geht von mir aus, denn ich werde die Weltherrschaft an mich reißen. So, und Radikal? Was sagt ihr da? Ihr wollt hier weg? Nix da! Oh, ey, als ob der uns gleich mit seinen Riesenzähnen auffressen will. Das kommt nicht in die Tüte. Das ist viel zu gefährlich. Ja, da hat jeder seine eigene Art, uns mitzuteilen, dass es alles so gefährlich ist. Und Porenta? Hab ich das richtig gehört? Ihr wollt auf Reisen gehen, Porenta? Und was soll bitte aus eurer Schulausbildung werden, Porenta? Ich kann euch doch nicht einfach so dumm in die Welt lassen. Hattet ihr euch etwa erhofft, dass ich als Lehrer euch zu etwas sowas ermutigen würde? Porenta. Ich weiß gerade selbst nicht, wie man als Lehrer auf so etwas reagieren soll. Ich war nämlich selber nie in der Schule. Okay. Ja, und was sagt jetzt hier Pampam? Tja, ihr wollt das Dorf verlassen? Sag mal, tickst ihr noch ganz richtig im Kopf? Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ihr damit durchkommt, oder? Da lassen die Erwachsenen niemals zu, sagst du denn klar, ey. Schalt mal deinen Grips ein, verdammte rote Murmel. Und Schnuthelm? Ihr wollt die Welt außerhalb des Dorfs erkunden? Das schafft ihr nie und nimmer. Wieso? Ich meine, euch haben wir doch auch geholfen. Ja gut, ich meine, das, was Pampam gesagt hat, da stimmt ja. Weil er weiß einfach, dass die Erwachsenen es einfach nicht zulassen. Ganz einfach. Was sagt ihr da? Ihr wollt auf Reisen gehen? Verstehe. Ich wusste bereits, dass Nami schon immer das Dorf verlassen wollte. Aber jetzt, wo es wirklich so weit ist, das heißt dann wohl auch, dass ihr nicht mehr zur Schule kommt, oder? Ich habe also keinen Banknachbarn mehr. Schnief. Und ihr so kurz... Wie bitte? Ihr habt vor, das Dorf zu verlassen? Ich würde euch beide bestimmt sehr vermissen. Aber gleichzeitig wünsche ich mir auch, dass ihr euch euren Traum erfüllt. Ich glaube allerdings, dass ihr euch das leichter vorstellt, als es ist. Oh, auch sie hat Skepsis. Aber ist doch normal. Ich meine, die denken alle zumindest noch halbwegs vernünftig mit. Und Nami nicht. Ach Mann, und dabei weiß sie doch, wie es ist. Guck mal hier, die hat in dem Schultest schon verhauen. Da hat sie einfach einen Teamkameraden im Stich gelassen. Und jetzt will sie auf eigene Faust einfach los hier? Das funktioniert nicht. Die Erwachsenen lassen euch bestimmt nicht einfach so gehen. Ja, da hat sie auch recht. Da hat sie auch verdammt recht. Oh, hier, unten ist da noch einer. Lombriro, quer, ja was? Ihr wollt das Dorf verlassen, ne? Geht es noch? No, auf gar keinen Fall, ey. Schlagt euch das Ganze schnell wieder aus dem Kopf, ey. Dafür seid ihr noch zu viel, Junge. Chicos, migos, amientos. Okay. Ich glaube, mir wird schwindelig. Opa hatte recht. Die Erwachsenen meinten alle, wir könnten das nicht schaffen. Vielleicht ist das doch eine Nummer zu groß für uns Kinder. Nick, ja, ich weiß. Sie machen sich sicher alle bloß Sorgen um uns. Und das ist auch nett von ihnen. Aber wisst ihr was? Nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Aber warum können sie denn einfach nicht verstehen, dass es mein sehnlichster Wunsch ist, in die weite Welt hinauszugehen? Naja, Nami, ich denk mal... Das liegt nicht daran, dass sie das nicht verstehen. Das liegt einfach daran, dass du einfach wirklich immer noch ein Kind bist und das einfach viel zu gefährlich ist. Ja, das ist der Grund. Ach ja, und ich sag mal, sie hat ja auch noch nicht großartig den Erwachsenen zumindest bewiesen, dass sie es drauf hat. Na, wir Kinder wissen das ja. Wir haben ja schon ein paar Rettungsmissionen erledigt.
Und von den Forschermissionen, da kriegen doch die Erwachsenen in dem Dorf auch nichts mit. Dass wir uns da brüsten könnten mit geschwollener Brust, um zu sagen, hier, wir sind die Größten. Und wir brauchen keinen Schutz von euch. Ihr braucht höchstens Schutz von uns. Also her mit dem Schutzgeld. Tizi, mir ist da gestern was klar geworden. Ich dachte, ich würde nur dir zuliebe von dir weg wollen. Ach nein, was du nicht sagst. Das kommt jetzt aber überraschend. Du willst nur mit uns mit, weil du hier weg willst? Nicht, weil du uns helfen willst? Oh, welche Überraschung. Doch, da habe ich mir wohl selbst was vorgemacht. Denn eigentlich war es schon immer mein Traum, dem Forscherteam beizutreten. Weißt du doch, ich meine, ich habe es dir vielleicht ein- oder tausendmal erzählt. Und deswegen wollte ich schon seit langem raus aus Ruhenau. Ja, und das Kapitel hätte eigentlich heißen sollen, raus aus Ruhenau und nicht Abschied für immer. Das heißt, ich hätte auch ohne dich den Entschluss gefasst, von dir abzuhauen. Diesen Wunsch habe ich einfach schon so lange in mir gehegt. Aber Schluchz. Ach, Nami. Tut mir leid, Tizi, aber ich glaube nicht, dass wir zusammen aufbrechen können, denn ich würde dich bei der erstbesten Gelegenheit komplett verraten, nur um dem Forscherteam beizutreten. Jawohl, das würde ich machen. Ich würde dich auch verkaufen. Ja, ich bin ein Sklavenhändler. Ach, wo wir gerade beim Thema sind. Was? Blanders hat es dir auch verboten? Verstehe, du darfst das Dorf also auch nicht verlassen. Das ist echt traurig. Oh, dass du hierbleiben musst. Ja, schade, Tizi. Jetzt musst du wohl mit mir rumhängen. Ja, verstehe. Aber haben es die Megalonen denn nicht immer noch auf dich abgesehen? Und trotzdem will er es nicht erlauben? Der bloße Gedanke bereitet mir schon Kopfschmerzen. Irgendwie habe ich geradezu nichts Lust. Am besten wir gehen einfach nach Hause. Oh, und guck mal, völlig geknickt. Wackeln sie von dann. Nanu? Also, ich hätte schwören können, dass uns da gerade jemand beobachtet. Oh, er hat das Feeling eines Ninjas. Er hat gefühlt, dass er beobachtet wird. Hier, bestimmt unter der Brücke. Da klebt bestimmt irgendjemand. Oder bilde ich mir das vielleicht nur ein? Aha, wir wurden beobachtet. Von wem? Von dem Megalon? Von dem Herrschern der Megalon? Wer ist überhaupt der Herrscher? Was machen die überhaupt? Oh, Fragen, Fragen, Fragen. Nur ganz viele Fragen. Schließlich fehlt auch heute von dem Megalon jede Spur. Vielleicht sollte ich auf Bladas hören und einfach hier im Dorf bleiben. Doch, was, wenn sie hier aufkreuzen? Was mache ich dann? Na, kämpfen, wie bei Braveheart. Hier, zick, zack, kille durch und dann können die Megalonen auch schon einpacken. Speichern? Ja. Was mussten wir hier bloß die Geschichte durchgehen, um speichern zu können. Interessant. Und, oh, wir haben schon 13 Stunden gespielt. Der Hammer. Und wieder einmal am nächsten Morgen. Wir stehen auf und ich warte noch darauf, bis wir irgendwann aufstehen und uns dieser ekelhafte Schal komplett den Hals abschnürt. So, Bladder sagt schon wieder, Morgen, Tizi, na, wieder auf Achse? Pass auf dich auf. Ja, mal gucken, was heute passiert. Wo ist Nami, wo ist Nami? Guten Morgen, Tizi. Lass uns heute wieder 100% geben. Oh, das Beste. Nanu, dabei war Nami doch gestern noch total geknickt. Naja, ich meine, das ist ja das Schöne bei dummen Leuten. Die vergessen das sehr schnell wieder, dass es denen eigentlich schlecht gehen müsste. Und, ach nee, ich meine, bei Nami ist es ganz einfach, die ist eine Frohnatur. Oder sie überspielt das. Das kann auch sein. Das scheint sich aber zum Glück wieder gelegt zu haben. Gut so. Du, Tizi, könnte ich dich nachher wohl um deinen Rat fragen? Oh, um einen Rat? Was will sie denn von uns wissen? Und wieso kann sie uns das nicht gleich fragen? Ja, ich habe gestern viel nachgedacht. Und nachdenken, das tut meinem Kopf eigentlich nicht so gut. Denn dann kriege ich immer Kopfschmerzen davon. Aber ich bin auch zu einem Ergebnis gekommen. Oh je. Oh je, also wenn sie viel nachdenkt und dann noch zu einem Ergebnis kommt, ich ahne Schlimmes. Aber das kann auch bis später warten. Hihi, zuerst beweisen wir auch heute wieder allen, dass wir als Dune-Forscher das voll drauf haben. Okay, oh, dann müssen wir erstmal ganz schnell hier mal... Wo ist Nami? Da kommt sie. Ja, dann gehen wir doch... Oh, hier, die sind ja auch selten in der Mitte. Tiniosa, ich will mich endlich entwickeln. Oh, schon wieder. Die haben den Vorgängern auch versucht, sich zu entwickeln. Sehr gut. Ja, nette Andeutung an den ersten Teil. Davon kann ich dir nur abraten. Oder willst du etwa so werden wie ich? So dumm wie alle Pokémon in dem Dorf. Schau sie dir an. Nami hier zum Beispiel. Sie ist das perfekte dumme Pokémon. Willst du so werden? Na, willst du? Sag schon. Oder Radikal. Die haben echt eine ganz schöne Meise. Und weißt du was? Oben auf dem Segensberg, da ist sogar ein Geheimnis. Was ich weiß, aber ich kann es dir nicht erzählen. Warum? Na, weil ich dann vom Magnesohn einfach mal gebrutzelt werde. Ach ja, das Leben hier im Dorf ist schon eine echte Katastrophe. Aber genug davon. Ja, habe ich mir wieder hinreißen lassen. Ja, dann gehen wir mal hier
kurz zur Lagertruhe und lagern unsere Items ab. Oh, wir haben schon wieder 32 im Sortiment. Ja, das müssen wir hier erstmal alles aussortieren. Wir haben ja ganz viele Äpfel bekommen. Kann das sein? Ja, es kann sein. Ein paar Sinnebeeren legen wir auch weg. Phragierbeeren, Mini-Beleber und ein Plosivsamen. Ja, genau. Wir haben ja einen Plosivsamen bekommen. Das fand ich gut. Und die Richtungszweige, die lassen wir am besten dann doch im Beutel. Es kann ja sein, dass wir vielleicht dann doch mal schnell durch einen Dungeon gehen wollen und dann hilft uns ja so ein Richtungszweig. Weil später, wenn wir dann so die 30er-Dungeons haben, also eins kann ich euch schon mal versprechen, wenn wir am Ende tatsächlich so ein riesengroßes, langes Dungeon erkunden wollen, dann nehme ich komplett nur diese Zweige, weil dann sparen wir uns einfach da das Gesuche. Und wir haben hier zumindest einen Plosivsamen. Ja, nehme ich mit. Weil 100... Ja, ich meine, jetzt am Anfang ist es ja noch okay. Der macht 100 Schaden zumindest. Und wir machen ja keine 100 Schaden. Auch wenn wir ein paar Levels haben. Das ist zu wenig. Und was haben wir hier ausgewählt? Die Nektarwiesen. Ich glaube, das war wieder so eine funkelnde Quest. Okay, dann mache ich hier einen Schnitt. Wir sehen uns vielleicht wieder bei der nächsten Tür, denn es müsste ja zu einem neuen Gang wieder führen und dann geht die Story auch schon weiter. Also, bleibt dran, bis gleich. Und willkommen zurück zum eigentlichen Let's Play. Ja, wir sind wieder vor der roten Tür. Es ist tatsächlich wieder eine rote Tür. Und ihr seht, ich bin mit Brutalanda und Glurak mal losgezogen. Im Schlepptau habe ich Lorblatt. Der wollte hier rein. Mal gucken, was passiert. Ja, hier, die Tür ist verschlossen. Wir wechseln mal kurz aus und sie macht schon wieder Kachong, Kachang, Kaching. Und mir ist aufgefallen, tatsächlich kommt man mit so Flug-Pokémon sehr gut durch die Kante. Denn wenn ihr mal auf die Karte unten guckt, rechts, die Minimap, da seht ihr doch so grüne Felder. Das ist, ja, Gewässer. Zumindest hier in dem Teil. Und da können die ja drüber fliegen. Brutalanda auch. Habe ich gar nicht gewusst. Und das scheint auch sehr gut zu funktionieren, weil tatsächlich gibt es hier einige Karten, wo die Räume aneinander angrenzen, nur durch Gewässer. Da können wir also zur Not auch ab und zu mal abkürzen. Und wenn wir jetzt ein Team haben, was nur ja die Flugeigenschaft hat, perfekt. Das ist total perfekt. Da kann unser ganzes Team einfach mal kurz reißaus nehmen über so ein paar Wasserelemente. Doch, das finde ich gut. So, und ich bin jetzt hier nochmal kurz rein, weil ich euch zeigen wollte, was wir hier Schönes freischalten. Weil ihr wollt doch bestimmt auch dabei sein. Und was kriegen wir? Wieder eine neue Gebietskarte? Oh, hier da hinten. Blätterplateau haben wir jetzt freigeschaltet. Da könnten wir also zukünftig auch rein. Und ich denke, wir mussten wahrscheinlich auch hier rein, weil sonst können wir höchstwahrscheinlich von anderen Pokémon auch die Quests nicht annehmen, die dann genau dieses Dungeon voraussetzen. Ja, und auch diese Quest war wieder so, das war eine von den funkelnden Sternen. Ach cool, das ist ja wirklich cool. Also da muss ich sagen, das gefällt mir hier bei dem Teil richtig gut. Also ich finde die Sipale richtig gut, da haben sie sich was einfallen lassen. Kann ich wirklich nicht meckern. Dann das mit den Sternen hier, dass das so aussieht wie eine Sternkarte und dass wir alle 720 Pokémon alleine durch Quests bekommen. Das finde ich auch viel, viel sinnvoller, als die in den Dungeons einfach so per Zufall zu bekommen. Richtig gut. Und dass wir eben auch unser Team so nehmen können, wie es uns beliebt. Das finde ich auch gut. Wir sind nicht gezwungen, irgendwelche Pokémon zu nehmen, von vorne bis hinten. Ach, das macht schon viel Spaß. Und da sind wir wieder. Namen gesagt, gut gemacht, Tizi. Auch heute waren wir als Junior-Forscher-Team wieder erfolgreich. Da fällt mir ein, wollte Namen nicht nach der Arbeit etwas mit mir besprechen? Stimmt, habe ich ja total vergessen. Ja, bin ich ja mal gespannt, worum es dabei wohl geht. Naja, sie freut sich. Okay, das Gesicht, die Mundwinkel ziehen sie schon wieder etwas nach unten. Ja, also die Sache, bei der ich dich um Rat fragen wollte, ist... Naja, du weißt schon, Opa berührt mich manchmal abends sehr, sehr komisch. Nein, war nur Spaß. Weißt du, also ich habe beschlossen, das Dorf trotzdem zu verlassen. Was? Ich werde zu niemandem ein Wort sagen, versprochen. Und auch du sollst deinen Mund halten. Also entweder kommst du mit oder ich mucks dich hier gleich auf der Stelle ab. Na, was sagst du? Mein Plan ist, heute Nacht heimlich abzuhauen. Ich weiß ja, das ist nicht die feine Art, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Wie wär's mit erstmal erwachsen werden, zur Schule gehen und danach die Welt erkunden? Hä? Ach Nami, was soll aus dir nur werden? Ein kleines energisches Energiebündel.
Und sie will auch direkt nach Trubelstadt. Weiß sie überhaupt, wo das ist? Ach, und da sagt sie einfach, sie will einfach dem Vorstadtteam beitreten. Natürlich, ich meine, ist nicht so, dass da auch erstmal sowas wie eine Aufnahme vonstatten geht? Ach, die ist zumindest sehr positiv und optimistisch. Zur Not gehe ich auch alleine hin, aber was hast du denn vor, TC? Ich würde dem Forscherteam am liebsten zusammen mit dir beitreten. Und überleg mal, das Forscherteam, das weiß doch bestimmt eine ganze Menge von Geheimorten. Da kriegst du doch bestimmt auch raus, was es dann mit dir auf sich hat. Zum einen, weil wir beide ein echt super Junior-Forscher-Duo abgeben, wie ich finde. Und zum anderen fühle ich mich in deiner Gegenwart irgendwie stark. Wie sieht's denn aus, TC? Kommst du mit mir nach Trubelstadt? Na ja, klar. Naja, ich sollte natürlich sagen, nein. Oh, also, ehrlich gesagt ist das wirklich eine schwierige Frage, weil was machen wir jetzt? Das finde ich doch eine viel, viel schlimmere Zwickmühle, als wie wir das vorher hatten. Da mussten wir für uns entscheiden. Da hätten wir noch abhauen können. Das wäre noch was anderes. Jetzt müssen wir aber hier... Naja, wir können nicht. Also ganz ehrlich... Ich bitte es mal, ich lasse mich mal von der Vernunft steuern und sag mal nein. Mal gucken, was passiert. Weil können wir nicht. Ich meine, was anderes ist es, wenn sie dann trotzdem abhaut. Wenn wir jetzt nein sagen und sie haut trotzdem ab, ist sie vielleicht geknickt. Ja, ich mache jetzt einfach mal nein. Verstehe, du kommst also nicht mit. Tja, dann ziehe ich ihn alleine los. Aber was ist mit diesem dubiosen Pokémon? Ach ja, stimmt ja. Sollten diese Megalon das Dorf heimsuchen, gibt es garantiert großen Ärger. Und ich will selbstverständlich nicht, dass die Dorfbewohner damit reingezogen werden. Das gilt es also unbedingt zu vermeiden. Vielleicht sollte ich meine Entscheidung nochmal überdenken. Oh, wie wir hier dazu gezwungen werden, auf Ja zu drücken. Also, die Pokémon, die kennen doch Ja oder Nein. Also so einen dritten Weg kennen die gar nicht, wa? Ja, nein, vielleicht? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht? Ja, dann machen wir natürlich ja, da haben wir ja keine Wahl. Weil meine Idee wäre eine andere. Also klar, können wir abhauen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sollten aber trotzdem irgendwie Blanners Bescheid sagen, weil... Ach, das wäre auch blöd. Ach. Irgendwie ist das tatsächlich alles... Also egal, wie sehr ich darüber nachdenke, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Situation. Ja, was würde ich denn machen? Ich wäre wahrscheinlich... Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also wenn ich jetzt, gehen wir es mal kurz durch. Also geht, stellt euch vor, ihr seid auch in einem fremden Dorf, habt dort Freundschaften geschlossen und ihr wisst, da kommt irgendjemand, der euch Böses will. Und das Dorf ist in Gefahr. Ich würde dann wahrscheinlich auch abhauen, ja. Ich würde abhauen, aber alleine. Ich würde hier keinen mitnehmen. Es sei denn natürlich der eine, ich halte von dem sehr viel und ich weiß, der ist stark, der kann selber auf sich aufpassen. Aber Nami, guckt sie euch an. Die hat davon Tuten und Blasen, vor allem vom Blasen, keine Ahnung. Ja, wobei, wir sind ja auch nicht besser. Wir sind auch ein kleines Flemli. Und überlegen scheint auch nicht unsere Stärke zu sein. Na egal, dann gehen die halt zusammen los. Keine Ahnung, was die machen, wenn ich das Dorf verlasse. Also kann ich mich auch dem Forscherteam anschließen. Danke, Daisy. Dann lass uns schnell hineingehen und alles für die Reise vorbereiten. Und dann treffen wir uns nachts vor deinem Haus, ja? Bis dann. Ich meine, auf der anderen Seite ist es ja auch alles sehr aufregend. Das muss man ja auch mal sagen. Aber es ist halt gefährlich und die sehen halt die Gefahr nicht dabei. Und er fühlt sich doch bestimmt schon wieder beobachtet, oder? Mir war eben schon wieder so, als würde mich jemand beobachten. Und gerade jetzt, stimmt, gerade jetzt, wo er sich beobachtet fühlt, wollen die abhauen. Oh Mann, ey. Aber da ist niemand. Ich habe ein komisches Gefühl bei der Sache. Aber gut, was soll's. Sehr gut. Ich habe ein sehr komisches Gefühl bei der Sache. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir morgen draufgehen. Aber ach, egal, was soll's. Ja, am besten wir fragen die anderen Kinder auch noch, ob sie mitkommen wollen. Na, was haltet ihr denn davon? Ach Mann, Flemli. So, schon eine Weile dunkel. Zeit aufzubrechen. Blanas, danke für alles. Und es tut mir wirklich leid, dass ich mich so ohne ein Wort zu sagen davon schleiche. Ja, und hier speichern wir auch tatsächlich. Hier gibt es einen Schnitt. Ja, es ist wirklich schon sehr seltsam. Irgendwo ist es nachvollziehbar, auf der anderen Seite aber auch wieder nicht. Dann darf man nicht vergessen, es sind halt Kinder und anscheinend... sind wir als Flemli tatsächlich auch selber nur ein Kind. Und dass die nicht ganz so weit in die Zukunft blicken, ja, das sollte auch jedem klar sein. Aber es ist auch schon mal schön, dass der immerhin das Dorf schützen möchte,
Von daher kann man das bei ihm gut nachvollziehen. Bei Nami kann man es nicht nachvollziehen. Die will einfach nur zum Forscherteam und das jetzt. Und ihr kennt es ja selber, ein Kind, was jetzt sofort immer alles haben will. Oh, nichts ist nerviger als solche Blagen. Ja, manchmal sind sie süß, manchmal sind sie aber auch sehr lästig, solche Kinderchens. Gerade wenn die immer sagen, ich will. Ne, und Nami ist ja so ein Kind. Da hat es der Opa schon nicht einfach. Aber was macht man mit ihr? Ich meine, in dem Dorf kann sie allerdings auch nicht bleiben, weil hier ist ja wirklich nichts, was die hält. Es bleibt weiterhin schwierig, aber spannend. Ich bin gespannt. Also wenn die losziehen, das kann ja nur in einer Katastrophe enden. Er fühlt sich beobachtet, die ziehen jetzt nachts los. Ach, ich würde sagen, die kommen noch nicht mal bis zum nächsten Morgen. Da werden die bestimmt abends schon irgendwo überrascht und Blanas rettet uns dann höchstwahrscheinlich den Hintern, weil er nämlich als Abenteurer, und er ist ja auch ein Abenteurer, so ein Gespür dafür entwickelt. Hundertprozentig. Naja, aber mal gucken, vielleicht übe ich mich da auch. Ja, dann schalte wieder ein zum nächsten Teil. Ich sag vielen Dank fürs Zugucken und alles Gute. Tschüss.